Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Winterortes, nämlich hier Sternsing und neuen Abenteuern aus Sternsing. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Und hier ist mein Hauptmann, der Delfino ist nämlich schon da. Hallo. Und die Anni war eigentlich auch hier. Wo ist denn die schon wieder? Du musst kurz auf Toilette, glaube ich, ne? Ja, auch nö, da. Ich bin die fliegen hier von Maske alle hinter. Hallo Anni, was machst du da mit dem Wasser? Das, die Sprott ist gerade angekommen. Die Sprott ist gerade angekommen. Ich glaube, da ist auch Besatzung drauf. Nämlich die Darkseid aus dem Grab. Da oben sehe ich den Cedric Elsius aus weiter Ferne. Hallo. Wie bist du auf die Sprotte gekommen, sag mal? Und wer ist das hier? Thjorgrim. Thjorgrim? Wer bist du denn? Ich bin doch Faskard. Du hast hier ganz schön verändert, Faskard, Mensch. Faskard Thjorgrim ist wahrscheinlich dein Nachname, Thjorgrim. Oder Hauptname. Der Vorname, der neue Vorname. Du bist so braun geworden. Ja. Mach die Minenluft mit. Die Minenluft, ach so, na gut, ja. Ja, schön, dass Hallo du da bist, Faskard, Mensch. Hätte ich dich echt nicht wiedererkannt, hast dich echt verändert. Ja, lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Also, liebe Leute, diese Leute werden jetzt hier in den nächsten Tagen bei uns sein und mit uns ein bisschen Weihnachten feiern und die Darkseid freut sich schon. Yay! In Hunsgrab alles in Ordnung, Darkseid? In Hunsgrab ist alles bestens. Alles bestens. Alles es gab bestens. Auch bis, selbst am Beschwerdetag war keiner da, um sich zu beschweren. Gar keiner? Nein. Okay. Ja, doch, Fichti, aber die zählen nicht. Ja, die beschweren sich immer. Ja, die kommen immer, genau. Fichti kommt immer. Ja, liebe Leute, und wir werden hier zusammen so ein bisschen noch an Sternsingen arbeiten. Alle Mann zusammen, juhu, ich freue mich. Yay. Das ist ja das, was mir auch erträumt hatte, dass wir hier alle Mann zusammen Weihnachten verbringen. Wir werden auch Weihnachten zusammen feiern, das ist dann Weihnachten. Ne? Aber jetzt ist hier sozusagen die Familie schon mal angereist, der Cedric auch. Cedric, wie bist du überhaupt auf das Boot gekommen, sag mal? Ich wurde aufgegabelt. Du wurdest aufgegabelt? Der ist in Hunsgrab zugestiegen. Genau. Ah, in Hunsgrab zugestiegen, alles klar. Schön, da hast du mal die Wetterstation wahrscheinlich mal einen kurzen Besuch abgestattet. Ja, Wartungsarbeiten. Hast du schon rausgekriegt, ob es zu Weihnachten schneien wird? 40%. 40%, okay. 40%, dass wir Weihnachten Schnee kriegen. Ja, ich kann euch erstmal ein bisschen Sternsingen zeigen, für die, die es noch nicht so kennen. Dann gehen wir erstmal in die Kirche hier. Da steht schon ein Pfarrer davor, der ziemlich böse guckt. Guten Tag. Ja, der guckt ziemlich böse, weil wir haben hier immer noch nicht eingerichtet. Aber dafür seid ihr jetzt ja auch mit da. Jo. Das heißt, ihr könnt euch ja so ein bisschen aufteilen schon. Und dann sorry. Zum Beispiel ein bisschen mithelfen. Da kommen wir noch, ja. Hier müssen auf jeden Fall Bänke rein. Hier muss eine Krippe hin. Ein Kühlwurf, keine Krippe. Ja, da fehlen noch. Brauchen wir einen Esel, einen Ochsen und ein Schwein. Genau. Und noch ein Hund. Deswegen Schwein Kühe. Dabei bei der Weihnachtsgeschichte? Ich weiß es gar nicht. Nein, aber in Minecraft gibt es also Schweine. In der modernen muss ein Glücksschwein dazu. Ein Glücksschwein muss dazu, genau. Bei der Server-Weihnachtsgeschichte ist da auf jeden Fall ein Schwein dabei. Nicht wahr, Thorgrim? Ja. Also das ist hier, die stand auch schon, als ich hierher gekommen bin. Der Turm da oben ist auch noch kaputt. Vielleicht könnte sich der Cedric ja um den Turm kümmern. Da muss ein vernünftiges Turmdach drauf, dass es da nicht reinschneit. Cedric, hättest du da Interesse dran? Cedric? Wo denn? Da. Ja, da ist er. Da oben. Das Turmdach, das ist noch ganz zerstört. Da muss ein vernünftiger Kirchglockenturm drauf. Ja, natürlich doch. Okay, die alles haben klar. Da voll Spaß. Ich will auch. Juhu! Buden, ja, das Karussell, das ist noch vom letzten Jahr, genau. Mhm. Und wir haben hier so ein paar Buden. Hier könnt ihr euch auch mit Essen versorgen, wer jetzt kein Essen hat. Die Fritten sind klasse. Ja. Hier gibt's Essen. Hinten haben wir ordentlich Menge. Aufgefüllt, ne? Richtig. Das Lager ist gut gefüllt. Hinten in der Kiste sind genügend drin. Geh mal beiseite, eiserner Kerl. hier sind genug Kartoffeln für alle. Kartoffeln für alle, ich nehme ja auch gleich mal ein paar. Der Fino und ich haben schon mal vorgearbeitet. Ja Steaks, Mensch. Richtig. Ich habe noch eine Lieferung Steaks aus Hunsgrab sozusagen bekommen. Hier kann man Schlittschuh laufen, wer Bock hat. Und ist momentan nicht so viel los. Man könnte hier Boote reinpacken, dann wäre das noch ein bisschen lustiger. Ja, mit den Boote, dann so wie Autoscooter. Dann wäre es kein Schlittschuhlaufbahn mehr, wäre es eher ein Autoscooter. Das können wir noch machen. Ein Bootscooter. Wer hat denn hier die ganzen Bäume gepflanzt? Der Zorn war da recht fleißig, was Bäume pflanzen angeht. Also auf der anderen Seite vom Fluss haben Delfino und ich noch welche gepflanzt. Denn Baumaterial. Genau. Delfino und Anni, die sind nämlich schon seit ein paar Tagen da. Und die sind ja schon fleißig am Bauen gewesen. Wir können ja mal gucken. Die haben nämlich hier hinten, haben die eine... Oh. Hier geht's lang. Ja, ist ein bisschen verworren hier alles. Hinten haben die eine Netherwarzenfarm gebaut. Total gut. Hier,
Netawarzenfarm. Waren wir ja auch schon ein paar Mal in den letzten Folgen. Die ist also hier von der Annie und von dem Delfino gebaut worden. Und da gibt's auch schon hier straffe Netawarzen. Oh ja. Für die neuen Steine natürlich, ne? Für diese roten Netawarzenblöcke. Sieht witzig. Richtig. Die ich jetzt ja schon verbaut habe im, ja, in der Sauna, wo ich gerade dran baue. Das heißt, ich würde dann einfach in der Sauna weiterbauen und ihr könnt, ja, es könnte auch noch ein Wohnhaus gerne entstehen. Hier hinten sollte ja eigentlich noch eine zweite Reihe mit Wohnhäusern dran. Das heißt, wer sich da berufen fühlt, eher ein kleines Wohnhaus zu bauen oder was ähnliches, der könnte auch das machen. Entweder hier. Ist das schon eine Schenke hier? Geschenke? Ja, das sind F. Ich, Geschenke sind eine Schenke. Ja. F3 und A? Was mit. Was? F3 Ach, und A? Das Portal wurde mir gerade nicht angezeigt. Ich spoiler hier gerade ein bisschen. Ach so. Okay. Auf dem Magma-Block liegt Schnee. Hier oben ist ja noch so ein kleines Wohnviertel, ne? Hier. Hier wohnen auch schon ein paar Sternsänger, Singer. Ah ja. Hier sind allerdings noch keine. Das hat der Zordan hier alles gebaut. Ah, doch, da wohnt schon. Doch, einer schon da. Da seht ihr. Die Chefin. Oh, schön. Ja, hier nehmen es noch ordentlich Platz, aber ihr müsst bedenken, ihr müsst das innerhalb von ein paar Folgen jetzt fertig haben. Also, nehmt euch da jetzt nicht vor, irgendwie sowas Riesiges zu bauen, eher was Kleines. Schaffen wir schon. Ja, aber sowas wie das hier, das kriegen wir schon hin, so kleine Also, dann lass uns mal die Aufgaben verteilen. Also, Cedric, du würdest den Kirchturm machen. Genau. Ja? Cedric schmeißt mit Eiern. Wer würde denn die Kirche unten einrichten mit Bänken und kleinem Krippenspiel und sowas? Können auch zwei machen oder einer, ist mir egal. Anni, machen wir das? Können wir machen. Oder hast du schon was vor? Nö. Und Delfino, was machst du dann? Ich könnte irgendwo noch Häuser hinbauen, wo Platz ist. Zusammen mit dem Fassgard oder braucht Cedric noch Hilfe beim Glockenturm? Nee, ne? Sonst stürze ich dann runter. Also ich schaff das schon. Also ihr beide baut ein Haus, ein Wohnhaus. Genau. Wo wollt ihr das hinbauen? Ihr könnt es auch hier hinten hinbauen. Entweder hinten, beziehungsweise du hast irgendwo noch gemeint, wo man über einen Fluss eine Brücke bauen könnte und dort noch was erweitern. Ja gut, hier über den Fluss, aber der ist ja das ganze Jahr über zugefroren. Braucht man überhaupt eine Brücke? Habe ich mir auch schon mal so gedacht. Na. Hier oben. Wenn es mal wärmere Tage gibt, dann hier oben könnte man noch ein schönes Haus hinmachen. Man muss an die Klimaerwärmung denken. Stimmt. Wohl der Berg ist eigentlich fast schon zu schön, oder? Nein, ja, was heißt schön? Man könnte hier so ein Holzfällerhaus hinbauen, hatte ich mir gedacht. Aber hier ist ja der große Fichtiwald, ne? Und hier gibt es noch keine Fichtenschutzorganisation. Fichte ist hier noch nicht anwesend. Dann lieber zu den Birken und den Akazien hinbauen. Könnte man hier eine Brücke rüber machen, tatsächlich über den Fluss? Weil das würde sich ja hier anbieten. Genau. Den Weg oben von der Kirche weiter, hier eine Brücke rüber und dann hier eine kleine Holzfällerhütte hin. Jawohl. Das bräuchte natürlich auch nur eine ganz einfache Hütte sein, aus Holz oder so. Aus Fichten, ja genau, aus Fichti. Okay, ich baue die Brücke. Und dann könntet ihr den Cedric auch noch mit Fichtenholz versorgen, obwohl in der Schmiede müsste noch was sein. Ach so? Ja, da wohne ich ja, da hausiere ich ja momentan noch in der Schmiede. Und da müsste noch Fichtenholz sein. Und es wird gerade dunkel, sehe ich. Genau, haben wir alle Betten? Haben wir alle Betten? Ich habe Betten. Sind alle versorgt? Ach so, ja, ich kann euch dann auch noch euer Zimmer zeigen. Ja, hoch. Ihr habt ja ein Zimmer im Hotel, obwohl ihr wahrscheinlich sowieso die meiste Zeit draußen schlafen werdet, wie ich euch kenne. Ich liege. Ich auch. Ich auch. Wir legen schnell mal. Ja, meine lieben Leute, ich hoffe, es freut euch, dass alle diese netten Leute jetzt hier in Sternsingen eingefallen sind. Cedric schläft gleich in meiner Schmiede mit. Oh ja. Und ja, dann könnt ihr euch die nächsten Tage darauf freuen, dass wir uns auch mal bis Weihnachten auf jeden Fall begleiten werden. Da in der Kiste, genau. Ah ja, genau. Da ist noch wichtig, die sind drüben in der Schmiede, die zwei. Wir können uns ja mal vor dem Gasthaus zum Gast der Weihnacht treffen. Okay. Alles klar, sind auf dem Weg. Da oben kommen sie alle angerannt. Lauft nicht so schnell, der dicke Passt Zwerg aber auf hier mit dem Karussell, die fahren ganz schön schnell. Die machen auch einen ganz schönen Krach. Ganz schön Krach, ja. Hier sind noch die alten Glastexturen, die werden aber wieder zurückgeändert. Sind schon, aber noch nicht im aktuellen Pack. Das ist mein egal. Zimmer. Genau, ihr könnt unten gucken, wo eure Zimmer sind. Zimmer 2. Ja, und Cedric, Zordan hat ja mein Zimmer. Nummer 3. Und Fassgard, ihr könnt euch dann gerne auch ein Zimmer oben nehmen, im Schlafsaal zum Beispiel. Oh, das ist Anni? Ganz ja. Bei uns hat der Zeron die Zäune vergessen. Hier, genau, der Zeron hat die Zäune vergessen. Echt? Ja. Ja. Das ist alles der Stress, ne? Hallo. Hier oben geht's zum Schlafsaal. Wie? Hier zieht's. Ah, nee, ist ein Fenster drin, alles gut. Na, aber ich hab noch kein Fenster. Ja, da fehlt auch noch ein bisschen was. Keine Kisten, keine Werkbänke.
Das kann doch nur der Zwerg gewesen sein. Wo geht's denn hier hoch? Warte, ich komme, ich hol dich ab. Delfino? Wieso habe ich denn jetzt Holz in den hier? Weil das gerade vor meiner Tür stand. Da ist noch der Hinterausgang. Hallo, Torgrim. Beim Wind muss man nur aufpassen, dass man keinen schlägt. Oh, hier geht's hoch. Das war doch bestimmt der Zwerg wieder, hä? Was hat der Zwerg angestellt? Hast du mich eingebaut? Hier, könnt ihr euch ein Bett nehmen, jederzeit. Ja, hier fehlen noch die Betten, das ist das Problem. Ihr könnt euch ja Schilder hinmachen, dann wissen wir, wo er da das ist sind sogar Zimmer noch frei. Aber jetzt würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Ihr könnt jetzt mal loslegen hier mit Sternensingen, ausbauen und das, was ihr euch gerade ausgesucht habt. Ein Dorfbewohner. Was ich euch ausgesucht habe. Und wir, liebe Leute, wir gehen nämlich jetzt wieder zurück zum, hier, guck mal, wenn man hier rausguckt, immer ist dunkel, oder? Denke ich immer, es ist dunkel. Und erschreckt mich dann immer, aber es ist gar nicht dunkel. Es ist einfach nur hier der Schatten von dem Karussell. Ich bin hier. Ja, und dann legen wir mal los. Wir gehen jetzt einfach mal zu unserer alten Baustelle zurück, denn da waren wir noch lange nicht fertig. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin ja echt mal gespannt. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, hier alles auszubauen. Wollen wir mal Holz holen? Ja, aber was für ein Holz? Was machen wir die Bänke? Ja. Delfino? Ich könnte mich natürlich immer gerne hier bei der Baustelle. Können ich mach die Brücke. Wenn wir dann noch ein Holz nehmen, passend zum Mittelgang. Ja, können wir. Da müssen wir noch ein paar anbauen. Achso, ich habe das hier schon mal ein bisschen ausgebaut. Hier liegt Schnee. Das ist auch witzig. Auf der Magma liegt Schnee. Ja, sag ich doch. Unglaublich. Der sollte doch eigentlich schmelzen, oder? Hast du Tobi? Robuster Schnee. Sehr robuster, hitzebeständiger Schnee. Ja. Der hatte dann in die Kommentare geschrieben, es soll auch noch ein kleines Bad hier hin. Da hatte ich mir tatsächlich überlegt, das hier hinten hinzumachen. Das heißt, dass wir hier so eine Art Durchgang machen. Oder das heißt, eine Art Durchgang, einen Durchgang hinmachen. Und hier hinten dann so, dass man dann hier rauskommt zum Bad. Vielleicht sowas wie eine Taverne? Zum Glühwein trinken oder gibt es nur einen kleinen Stand als Es gibt, glaube ich, nur einen Stand. Es gibt den Stand und es gibt dann noch den Suppenkasper. Es wurde aber auch schon vorgeschlagen, dass ich doch sowas baue. Halt eine Taverne unten in den Keller von dem Gasthaus, was wir da gebaut haben. Jo. Aber dafür müsste erstmal ein Keller her dann halt auch. Dann ich fange jetzt hier mal an und baue hier hinten schon mal so ein bisschen einen kleinen Garten sozusagen. Aus Schachten, damit kenne ich mich ja aus. Womit kennst du dich aus? Mit Schatten? Ausschachten. Ah, mit Ausschachten, ja, damit kennst du dich wirklich aus. Mit Buddeln kennt er sich aus, ne? Das kann er. Irgendwas kann ja jeder, das ist ja immer so die Sache. Ja, Freundin, die Musik ist natürlich jetzt ausgeblendet in den nächsten Folgen, aber das brauche ich ja nicht stören, denn wir werden ja hier lustig erzählen, denke ich mal, und vor uns hinbauen. Wenn ihr irgendwas benötigt, liebe Leute, dann sagt einfach Bescheid, dann gucken wir, ob ich das noch organisieren kann. Nur ich muss ja ganz nebenbei auch noch gucken, dass ich hier irgendwie diesen, diese Schwitzhütte noch fertig kriege. Hier die Reihe, hier so, an der Kante. Ja, ne, hier ist so. Ich baue jetzt ja also hier den Garten noch ein bisschen weiter aus, damit wir hier dann, und hier vorne können wir vielleicht noch einen Stall hinmachen. Ein kleines Dampfbad hinmachen können. Mit Dach und so. Aber ich sollte das aber vielleicht nicht zu groß machen, das wäre auch albern. So, Mensch, ist total klasse, dass jetzt zu Weihnachten endlich mal ein paar mehr Leute hier sind. Und das gefällt mir richtig gut. Das war ja auch der grundsätzliche Plan von der ganzen Geschichte. Ne? Oder machen wir bunte Bänke. Zu Weihnachten ganz, ganz viele Leute am Rücken. Jede Reihe anders. Jo. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich hier nicht verbaue. Das geht nämlich sehr schnell. Wenn man so viel erzählt und dann nebenbei noch irgendwas bastelt, dann geht das meistens in die Hose. Zeron? Ja? Hast du dann für später einen Diamanten? Ja, habe ich. Für das Glockenspiel, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Ein schönes Glockenspiel. Ja, Diamanten habe ich da, ja. Gut. Müssen wir uns so überlegen, aus was wir das Bad hier dann machen. Ich würde das vielleicht sogar in der Größe lassen. Hast du schon alle Stufen dabei? So ist das eigentlich schon gar nicht schlecht. Ich habe jetzt bloß Eichenstufen gemacht. Okay. Dann würden wir es hier noch ausschaffen. Nehme ich jetzt mir einmal Akazie. Ja, da habe ich schon eins drauf gemacht aus Nether-Krams. Ich war nämlich ganz schön viel im Nether unterwegs. Okay, und habe da nochmal ordentlich Steine abgebaut. Ja, okay. So. Also der Nether hier in Sternsingen ist auf jeden Fall gut besucht. Akazie.
So. Haben wir Fichte dabei? Das können wir auch so machen. Genau. Ich habe ein Fichte oder? Dabei. Der wird für Stufen nicht reichen. Nee. Das hier ist nur so ein Aufstieg, den nehme ich erstmal weg. Aber wir werden natürlich auch immer ein bisschen rumgucken. Das heißt, wenn wir jetzt hier nicht mehr so viel schaffen, dürfen wir Fichte für mich nicht böse sein, denn wir werden immer ja? ein bisschen rumgucken, Moment. Was die anderen so machen. Immer ein bisschen Baustellen-Hopping also, nee, betreiben sozusagen. Gepackt, siehst du? Nee, ich hab den erstmal und hole. Ich glaube nämlich, ich habe keinen. Zack, zack. Welches war nochmal der blaue Stein? Andesit, ne? Andesit, ja. Genau, Andesit, ja. Davon brauche ich aber mehr. Da haben wir jetzt nur zwei Stück von. Davon brauchen wir viel mehr. Ich glaube aber, es ist in der Schmiede, müsste noch Andesit sein. Die Schmiede ist ja eigentlich eher zu so einem Lager mutiert. In den richtig. Aber es gibt noch kein richtiges Lager eigentlich. Nö, eigentlich nicht. War ja auch nicht zu ahnen, dass wir so oft hierhin zurückkommen und jetzt ist ja geplant, hier wirklich jedes Jahr hinzukommen. Upsala. Ich glaube, ich nehme das hier auch noch mal mit. Schaden kann es nicht. Gucken schon mal. So, was haben wir noch nicht? Und Anni und Darkseid, was wollt ihr jetzt als erstes machen? Wir machen erstmal Bänke bauen, das ist gut. Bestudung, damit die genau. Sternsinger sich dann da hinsetzen können und so ein bisschen, ja, da nicht auf dem Boden nicht stehen müssen zu Weihnachten, ne? Wäre ja auch nicht so schön. Die Kirche ist dann vermutlich so rappelvoll, dass trotzdem welche stehen müssen, aber die alten Leute und die kleinen Kinder können sich dann hinsetzen. Ja, genau, alte Leute, also wie ich, ne? Alte Leute wie ich und kleine Kinder. Hm. Das ist richtig. Genau. Also wir dürfen uns alle setzen. Delfino, unter was fällst du? Unter alte Leute oder kleine Kinder? Alte kleine Kinder? Alte, genau. Kleine Kinder. Alte Kinderleute, ja. Alte Kinderleute, das ist auch nicht schlecht. Ich bin alles. Ich wollte doch kleine Kinder, ich bin ja nicht sehr groß. Ja, stimmt. Zwerge fallen natürlich definitiv unter kleine Kinder. So. Ganz klar. Den Bad verhöhlen, aber ansonsten klappt das schon. Habe ich jetzt die ganze Zeit. Sind Zwerge nicht auch alte kleine Kinder? Weil die werden ja auch furchtbar alt. Richtig. Stimmt. Zwerge müssten dann eigentlich auch unter alte kleine Kinder Kategorie. Ja, stimmt. Sie sind klein und werden uralt, ja. Ja. So, ich bin in der Schmiede. Braucht irgendwer zufällig was? Mal sehen, ob ich eine Kuh finde. Ja, Schweine sind ja draußen im Wald, aber eine Kuh brauchen wir auf jeden Fall noch. Meine Schaufel ist zwar fast kaputt, aber hier oben braucht man keine Schaufel. Ist eigentlich das erste Jahr, dass wir zusammen dann tatsächlich Weihnachten feiern, ne? Ja. Stimmt, wir haben es uns zwar immer vorgenommen, aber es hat nie geklappt. Stimmt. Irgendwie. Man nimmt sich ja immer so viel vor, das ist es ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das hier, wie tief ich das Ganze hier mache. So ist es eigentlich schon gar nicht schlecht. Das hieße, hier kommt dann auch noch Cobble die Stone hin. So. Oh ja, ist Flapsi bei mir oben. Flapsi? Die ganze Zeit da rum. Ich höre die ganze Zeit Spinnen. So, dann alles haben wir hier einen Zweier-Einstieg. Also soll ich das ein tief machen oder zwei tief? Einen außen, in der Mitte zwei. Okay. Dass man langsam anfangen kann und sich dann einmal komplett unterstuken kann. Ah, okay, alles klar. Weil sonst ist das zu viel für den Kreislauf. Bei den alten kleinen Kindern. Ja, Kreislauf, genau. Genau, das ist wichtig. Bei den alten kleinen Kindern vor allem. Dass sie keine Kreislaufprobleme kriegen. Gut, man kommt dann hier so raus. Das ist nicht alles jetzt super symmetrisch, muss ich ja ganz ehrlich mal zugeben, aber es passt. Es passt hier ganz gut hin. Obwohl, da hätten wir eigentlich nur einen Eingang von. Warum ist das jetzt so? Doch, das passt. Sieht nur komisch aus, aber das macht nichts. Gut, und dann würde ich hier draußen Holz hin machen, weil Darkseid hat ja in den Kommentaren geschrieben, dass man Holz machen soll, weil sonst gibt's kalte Füße und so, ne? Nee, heiße Füße. Heiße Füße, ja. In der Sauna, aber hier draußen ist ja eh kalt. Also. Da kann dann also Stein hin oder ja. Ja, bloß innerhalb der Sauna ist halt schlecht mit Steinfußboden und Steinbänke, es wird dunkel. Weil heiß. Gut, ich habe ein Bett, glaube ich, hier draußen stehen, ja. Da steht es. In der Kirche. Ich habe meins auch mit. Ich schlaf auf der Kirche. Ich schlaf auf der Kirche. Liege. Ich liege auch. Ich auch. Wunderbar. Alle ich liegen. Auch. Ja, die alte Tradition hier mit den St. Andreas Klausbert, die kennt er ja auch alle wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Dass das Ganze dadurch entstanden ist, im Grunde, dass dieser liebe St. Andreas Klausbert irgendwann mal hier Sternsing verlassen hat, weil die Leute nur noch an die Geschenke gedacht haben. Gehabten, genau. Oh, diese genau. Spinne macht mich wahnsinnig. So die ist unter der Kirche. Hier so einen Weg hin. Da fehlt eine Scheibe. Nimm mal die Scheibe. Na sowas. Holz, Delfino.
Moment, ich mach eine Kiste und leg dir Holz hinein. Danke. Das ist merkwürdig aus wie unser Bart. Nicht zu laut reden, sonst kommt Fichti doch noch vorbei. Wo ist denn Glas? Fichti ist überall, ne? Wenn man nicht mit rechnet vor allen Dingen, dann stehen sie vor einem. Ich habe schon gehört, es soll jetzt angeblich eine neue Organisation namens Birki geben. Birki? Ja, weil der so eine Unterorganisation von Fichti. Ja. Die haben sich abgesplittert sozusagen. Genau, Fichti. Und wollen jetzt die Birken schützen. Ja. Oh, war ja. Na klasse, dann können wir bald gar nichts mehr verwenden an Holz, ohne da mit irgendwelchen Terror zu rechnen. Richtig. So, jetzt müssen wir hier ja dann Wasser reinmachen. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal Erde rein. Damit, genau, damit wir dann Wasser nachkippen können. So ist das. Wo ist denn der Zeon? Ich bin oben bei der Schwitzhütte, also beim Nether-Tempel. Achso, der Nether-Tempel übrigens, den habe ich jetzt auch mal überdacht. Ich kann euch das mal von oben zeigen. Da ist er. Bevor die Folge zu Ende ist. Ist schon wieder soweit? Ja, fast. Ne? Doch, ist soweit. Ist soweit gerade. Wir gehen jetzt mal hier hoch und guck mal, da oben ist der Cedric. Er steht da und baut den Turm weiter. Bin ich mal sehr gespannt, wie der hinterher aussieht. Und jetzt seht ihr mal die, diese ganze Nether-Einrichtung hier. Da vorne ist der Nether-Tempel, also der Eingang zum Nether. Nicht Nether-Tempel, der Eingang zum Nether. Und hier hinten kommt dann die Schwitzhütte hin. Und das Ganze sieht von oben aus irgendwie wie so ein großer Schlüssel, kann das sein? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Sieht aus wie ein Schlüssel, ja. Auf der Karte. Der Schlüssel zum Nether wird das ganze Gebäude heißen wahrscheinlich. Ist ja cool. Das hat auf jeden Fall was. Kann ich das mal auf der Karte zeigen, dann seht ihr das mal ein bisschen besser. Also hier, ne, da sieht man es jetzt ziemlich deutlich. Sieht auch wirklich aus wie ein Schlüssel. Wenn das Dach dann drauf ist, wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Da soll ja so ein Kuppeldach drauf. Autsch. Ich muss das noch fertig kriegen, bevor es hier Weihnachten wird. Auf einmal. Plötzlich wurde es Weihnachten. Schwupp. Ja, die Frage ist halt, was wir hier noch reinmachen. Wir könnten natürlich jetzt hier auch schon mal die Steine reinmachen. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. So. Die Steine. Ja. Dann würde ich das aber hier dann tatsächlich auch noch so machen. Keine mit dem schönen Andesit. Keine Kuh? Nö. Ja, Kühe gibt's aber. Es gibt Kühe. Auf dieser Welt, irgendwo. Ja, dann würde ich mal sagen, von dieser Stelle, die Folge ist rum, liebe Leute. Morgen geht's weiter hier mit der Darkside, mit der Annie, mit dem Delfino, mit dem Cedric und mit dem Fasgard. Hab ich noch wen vergessen? Ach ja, und ich bin auch dabei, ganz nebenbei. Also, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, bis morgen, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Tschüss.